Fremdgehen ist eins der krassesten No-Gos in unserer Gesellschaft. Dabei ist statistisch gesehen schon jeder Zweite mindestens einmal in seinem Leben fremdgegangen. Und jeder Dritte tut es angeblich in der aktuellen Beziehung. Das ist sie übrigens. Und für alle, die es jetzt nicht gleich auf den ersten Blick erkannt haben, das ist die Monogamie. Und früher war das mal sowas wie ewige Treue und Sex mit nur einem Partner, bis dass der Tod uns scheidet. Heutzutage ist es sowas wie ewige Treue und Sex mit nur einem Partner gleichzeitig. Und da gibt es jetzt Menschen, die passen da total gut rein. So. Und dann gibt es andere, die passen nicht so gut. Also nicht so gut für die, die das Bayerische nicht mächtig sind. So. Das sind die, die sind ein bisschen zu neugierig, die sind ein bisschen zu offen. Und die müssen sich halt ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen zusammenfalten und verbiegen. Weil hey, das Leben ist ja wohl kein Wunschkonzert, oder? Und man kann nicht alles haben. Damit die Monogamie auch wirklich gewährleistet ist, machen die Paare ganz gern, jetzt nehme ich einen anderen Stift, den da, Zäune mit Stacheldraht um ihre Beziehungen. Und sie verminen das umliegende Gebiet. Fremdgehen ist eins der krassesten No-Gos in unserer Gesellschaft. Dabei ist statistisch gesehen schon jeder Zweite mindestens einmal in seinem Leben fremdgegangen. Und jeder Dritte tut es angeblich in der aktuellen Beziehung. Und diesen Raum kann man super dritteln. Also ihr da hervorn, ihr seid jetzt mal das erste Drittel. Ihr seid jetzt die, die aktuell fremdgehen. Also rein hypothetisch natürlich, weil fremdgehen dann immer nur die anderen da draußen. So, ihr, das tut mir jetzt echt leid, aber ihr seid die, die aktuell betrogen werden. Ach, keine Sorge, auch nur rein hypothetisch passiert auch immer nur die anderen. Und alle, die wo jetzt so hinten, so am Rand, es ist typischerweise, seid ihr der oder die Geliebte. Und für jeden, der wo jetzt mit seiner Rolle nicht ganz zufrieden ist, der muss sich heute halt jetzt noch geschwind umsitzen. Und die frisch Verliebten, die müssen jetzt ganz, ganz, ganz stark sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Leben mal einmal Teil von so einem Dreieck zu sein, ist sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit auf ewige Treue. Und mit dem Fremdgehen ist es so wie mit dem Tod. So, dass Leute sterben, das wollen wir immer nicht wahrhaben. Gell? Das verdrängen wir. Und wenn man dann mal auf eine Beerdigung geht, denkt man sich, oh Scheiße, Menschen sterben, fix. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Also die einen denken, tja, das kann mir nie passieren. Die anderen denken, oh mein Scheiße, hoffentlich passiert mir das nie. Und die Dritten denken, boah, hoffentlich kommt es nicht raus. Und wenn es dann rauskommt, dann heißt es, Schatz, ich kann dir das erklären. Und heute Abend, wenn ihr nach Hause geht, dann könnt ihr es wirklich erklären. Und ihr könnt einer Freundin oder einem Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und im Idealfall nutzt ihr meinen Vortrag, um vielleicht ein längst fälliges Gespräch mit dem Partner zu führen. Das Ganze mit dem, oh, schmeiß den Sack raus, der betrügt dich immer wieder. Oder diese Schlampe, wie kann sie nur? Also das Ganze verurteilen und das Ganze, oh Gott, wie schrecklich, das hilft uns ja nicht. Und noch mehr Stacheldraht verhindert Fremdgehen auch nicht. Wir dürfen lernen, dass Fremdgehen Teil des Lebens ist und dass es dazu gehört und dass es immer dazu gehören wird. Wir dürfen lernen, dass es gute Gründe gibt, warum Menschen fremdgehen. Und auch blöde. Aber so. Und wir dürfen vor allen Dingen lernen, dass es nicht zwingend das Aus für die Beziehung bedeuten muss. Und ich war früher auch so. Ich habe mir auch gedacht, mir kann sowas nie passieren. Mein Mann, gell, mein Herzstück. Ich habe gar keine anderen Männer mehr gesehen, hat gar keine mehr gegeben auf diesem Planeten. So, und irgendwann ist es mir passiert. Ich habe mich total krass fremdverliebt.
Und zwar so, dass ich nicht mehr essen, nicht mehr schlafen und nicht mehr denken habe können. Und ich war total hin und her gerissen zwischen diesem Wahnsinnsgefühl von Schmetterlinge im Bauch und verliebt sei und dem Wissen, dass ich dieses Gefühl überhaupt gar nicht fühlen darf, geschweige denn ausleben. Und in meiner Not, was macht man da? Man setzt sich hin und googelt, oder? Und Google hat mir erzählt, da gibt es geschlossene Beziehungen, also keiner rein, keiner raus. Es gibt offene Beziehungen und es gibt sowas wie Polyamorie. Also es ist möglich, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben. Puh, habe ich mir gedacht, mein, bin ich froh. Bin ich nicht der schlechteste Mensch auf dem Planeten und auch meine Ehe ist okay, also ich muss sie nicht in die Tonne hauen. Was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe das Konzept der Monogamie intensiver beleuchtet und mich ganz stark damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich angefangen, über meine Erkenntnisse so zu schreiben und habe mein Liebe-Leben-Blog gestartet. So, und dann kamen diese ganzen frühen E-Mails und Coaching-Anfragen. Oh, ich bin fremdverliebt, was mache ich jetzt? Oder mein Partner hat mich betrogen, wie gehe ich damit um? Und seit ungefähr 5 Jahren arbeite ich jetzt mit allen 3 Seiten von dem Dreieck. Und eins habe ich in der ganzen Zeit gelernt. Der Satz, Schatz, es ist nicht so, wie du denkst. Der stimmt immer. Es ist nämlich nie so, wie die Betrogenen, ihr seid die, ihr ist nie so, wie die Betrogenen denken. Es ist auch nicht so, wie die Betrügenden glauben. Und schon gleich dreimal nicht, wie Geliebte denkt. Weil die Geliebte denkt, okay, mein Liebhaber, der hat eine scheiß Ehe, schon Jahrhunderte keinen Sex mehr gehabt und er würde nur auf den passenden Moment warten, um sich endlich von seiner Frau zu trennen. Statistisch gesehen hat sie schlechte Karten, weil nur 1 von 10 Männern trennt sich wirklich. Und die Emilia, die wartet jetzt schon seit 4 Jahren. Und sie sagt zu mir, weißt du, Melanie, ich habe die beschissenste Rolle in dem ganzen Dreieck. Ich werde immer versteckt, ich hocke immer allein daheim und ich habe doch gar keine Chance gegen seine Frau und seine Kinder. Und ich weiß, ich hätte mich längst von ihm trennen müssen, aber unsere Liebe ist sowas Besonderes und ich komme einfach nicht von ihm los. Sie glaubt jeder Ausrede, die er ihr liefert, warum er jetzt noch nicht sich trennen kann. Und sie richtet ihren kompletten Zeitplan und ihr gesamtes Leben nach ihm aus. Wann immer er Zeit hat, 1/4 Stunde von der Arbeit nach Hause zu telefonieren, ist sie Gewehr bei Fuß. Und sie trifft sich auch nimmer mit Freunden, weil er könnte ja spontan mal schnell Zeit haben. Und selbst der letzte Freund, der ihr nur beigestanden ist, konnte das Gejammer mittlerweile nimmer hören. Und am schlimmsten ist es für sie an den Wochenenden und an Feiertagen. Und sie wünscht sich nichts Sehnlicheres als eine richtige Beziehung, als einen Mann, der mit ihr essen geht und mit ihr am Heiligen Abend gemeinsam Geschenke auspackt. Und Emilia und alle Geliebten haben 3 Möglichkeiten. Love it, change it, leave it. Ja, es ist so einfach. Aber so einfach ist es meistens dann doch nicht. Also sie kann lernen natürlich, okay, irgendwie habe ich mich in eine missliche Situation gebracht, also akzeptiere ich heute jetzt erst einmal, der trennt sich nicht. Und es ist, wie es ist. So, das wäre love it. Dann change it. Sie kann natürlich ihn nicht zwingen, seine Frau zu verlassen, aber sie kann wieder anfangen, ihr eigenes Leben zu leben. Und leave it, wenn ihr das halt alles nicht gelingt, dann muss sie den Liebeskummer in Kauf nehmen und ihn dann wirklich verlassen, damit sie wieder offen ist für andere Dates und für neue Beziehungen. Eine Geliebte ist kein Männerdieb, weil um einen Mann zu stehlen, müsste der ja vorher erst einmal jemanden gehört haben, oder nicht? Und eine Geliebte ist auch nicht schuld, wenn eine Beziehung zerbricht. Weil eine Beziehung gegen die Wand zu fahren, das schaffen die Paare auch komplett ohne fremde Hilfe. So wie Johanna und Peter. Der Johanna zieht es den Boden unter den Füßen weg, als sie am Peter seinem Handy die vielen, vielen Nachrichten mit seiner Kollegin Heike aus den letzten Monaten findet. Und ihre heile Welt zerbricht in 1000 Scherben über die intimen Details, die sie da liest. Und sie sagt zu mir, weißt du, Melanie, ich habe die beschissenste Rolle in dem ganzen Dreieck. Ich wurde belogen, betrogen und für blöd verkauft. Und gegen diese frischen Verliebtheitsgefühle habe ich doch überhaupt gar keine Chance. Sie weiß, sie will, dass ihre Ohnmacht aufhört, dass der Schmerz aufhört und dass sie wieder eine heile Welt hat.
Und sie will auch, sie denkt sich, mei, hätte ich nie das Handy genommen, weil die Bilder im Kopf kriegt sie jetzt nicht mehr raus. Und sie will ihre Beziehung retten. Und zwar nicht nur wegen den Kindern, sondern weil sie Peter auch wirklich liebt. Und sie weiß, sie muss was tun, damit sie nicht als verbitterte Betrogene endet, so wie ihre Mama. Nur wem soll sie sich anvertrauen? Ihre Freundinnen haben gesagt, schmeißen raus den Arsch. Und sie will sich nicht mehr rechtfertigen, warum sie ihm verzeihen will. Also muss sie was tun. Und sie überlegt lang, ob sie mit mir arbeiten kann, weil ich bin jetzt nicht gerade zimperlich mit so Betrogenen. Weil dieses, oh, ich bin das arme Opfer und ich kann gar nichts dafür, das geht bei mir nicht. Und das Opfer in einer Affäre muss nicht zwingend das Opfer in der Ehe gewesen sein. Und so hole ich die Betrogenen immer als erstes raus aus der Opferhaltung und sage, okay, Schlamassel, es ist auch dein Schlamassel und du hast auch einen Anteil dran. Und ich spreche nie von Schuld, weil Schuld ist ein total blöder Begriff. Nur, es meistens gehören ein paar mehr dazu, um ein Schlamassel zu kreieren. So, und bei der Johanna war es so, sie war halt so eine Helikoptermama, die irgendwie perfekte Hausfrau sein wollte, nur am Jammern und am Meckern. Und sie war total unzufrieden mit ihrem Leben. Sie hat sich selbst verloren, sie hat die Lebensfreude verloren und vor allen Dingen hat sie Peter verloren. Und sie lernt, anstatt ihn zu verhören und ihm diese Fragen zu stellen, wie wann habt ihr es getrieben, wie oft habt ihr es getrieben, ist sie besser im Bett, lernt sie, ihm zuzuhören und sagt, okay, was hat dir denn gefehlt? Wie hast du dich gefühlt, wenn du wieder heimgekommen bist? Und vor allen Dingen, was machen wir denn jetzt? Und irgendwann wird ihr klar, ja, sie hat auch Anteile an dem Schlamassel, aber es geht in ganz vielen Teilen um Peter selbst. Und der Peter war in der Midlife-Crisis, der Klassiker. Und es passiert nicht nur die Peters, sondern auch die Petras. Und das passiert auch mit 35, mit 45 oder mit 55. Das Alter spielt keine Rolle. Der Peter war total beruflich erfolgreich. Er hat alles erreicht, was er wollte und stand an einem Punkt im Leben, wo er sich gedacht hat, war das jetzt schon alles? In seiner Firma trifft er viele, viele Entscheidungen jeden Tag. Nur daheim hat Johanna die Hosen an. Und wann immer er in den Spiegel schaut, kann er sich eigentlich selber nicht mehr leiden und findet sich zum Kotzen. Er verliebt sich in seine Arbeitskollegin aus der Marketingabteilung, die mit ihren Tattoos und mit ihren Piercings genau das Gegenteil von dem repräsentiert, was er seine heile Welt nennt, mit Minivan und rein Mittelhaus. Und mit der Heike fühlt er sich so lebendig. Mit der Heike fühlt er immer noch diesen Abenteurer, der er früher mal war. Nur der Schuss ist leider noch hinten losgegangen, weil jetzt ist die Heike nämlich schon ein paar Monate Geliebte und sagt, hey, jetzt musst du dich aber endlich mal entscheiden, gell? Und der Peter sagt zu mir, weißt du, Melanie, ich hab die beschissenste Rolle in dem ganzen Dreieck. Rechts und links zerrt irgendeine Frau an mir und ich kann's ja eh keiner recht machen. Ich hab doch gar keine Chance. Und vor allen Dingen, das war nie meine Absicht. Ich wollte nie jemanden verletzen und ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Und er will endlich wieder in Ruhe schlafen und am liebsten darf er sich auf eine einsame Insel absetzen. Für immer. Nur er hat eine verdammte Angst vor den Konsequenzen, dass er seine Kinder nur alle 14 Tage sieht. Und finanziell war es auch nicht so lustig, sich von der Johanna zu trennen. Und so geht es vielen Paaren wie Johanna und Peter. Nur es ist ein Mythos, dass nur unglückliche Paare fremdgehen. Als ich mich fremd verliebt habe, war ich überhaupt nicht unglücklich. Im Gegenteil. Mein Mann und ich, wir hatten eine Krise bewältigt. Wir waren auf einem Beziehungslevel, was großartig war. Wir hatten tiefe Gespräche, wir hatten großartigen Sex. Und ich habe mich trotzdem verliebt. Und dann haben wir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Vor allen Dingen, warum soll Eifersucht und Besitzdenken besser sein als Verliebtheit? Das ist eigentlich viel schöner. Und ich habe mir dann gedacht, warum sollte es nicht möglich sein, sich im Leben öfter zu verlieben? Weil wir verlieben uns eh viel zu wenig, finde ich. Und so habe ich dann irgendwann nach 10 Jahren Ehe zum ersten Mal mit meinem Mann diese Gespräche geführt und habe gesagt, du Schatzel, wie ist denn das bei dir so? Hast du auch manchmal Lust auf jemand anders? Und wir haben uns entschieden, unsere Zäune wegzumachen, den Stacheldraht zu entfernen und das Gebiet zu entminen. Und wir haben unsere Beziehung Stück für Stück geöffnet. Das war jetzt kein Kinderspaziergang, kein Kindergeburtstag oder Spaziergang. Also beide, wie auch immer. Jedenfalls harte Arbeit. So. Und eine offene Beziehung zu führen, das ist jetzt, viele denken sich, oh, offene Beziehung, guck mal, die Wiesen, sau cool. Die ist herausfordernd, weil jonglieren, wenn man 2 Bälle in der Hand hat zum Jonglieren, das ist schon schwer genug. Aber wenn du dann 3. dazu nimmst,
da musst du mal richtig üben. Und diese Freiheit, die wir leben, die ist großartig. Wir haben Freiheit beide als hohen Wert und wir finden das super. Wenn ich jetzt ein männliches Leckerli sehe, also da sitzen jetzt einige hier im Publikum, dann denke ich mir schon, den könntest du jetzt vernaschen, gell? Muss ich aber nicht. Weil ganz ehrlich, ich bin total gern monogam. Meistens. Die Monogamie hat mit Liebe nichts zu tun und die Monogamie ist auch kein Naturgesetz. Und so wie wir von Natur aus auch keine Vegetarier sind, können wir uns aber trotzdem entscheiden, kein Fleisch mehr zu essen. Aber nur weil ich mir gedacht habe, naja, Fleisch und Massentierhaltung ist ja alles blöd, aber ab und zu, wenn da so ein Schnitzel des Weges kommt, denke ich mir schon, oh, so ein Schnitzel war jetzt schon lecker. Und Hollywood und Disney hat uns so völlig unhaltbare Beziehungsideale installiert, dass wir, wenn wir einmal den richtigen gefunden haben, dass wir nie wieder Bock haben auf jemand anders oder dass wir nie wieder Lust haben, mal ein Schnitzel zu essen. Und wir glauben, wir finden in einer Person ein Leben lang alles. Den besten Freund, den besten Papa und den heißesten Liebhaber und Liebhaberin. Und anstatt dann zu investieren in die Beziehung und die wirklich heiklen Gespräche mit den Partnern zu führen, machen die Paare lieber noch eine Schicht Stacheldraht um ihre Beziehung. Und wenn es dann einem trotz Hochsicherheitstrakt gelingt, in einem fremden Bett zu landen, dann gibt es Todesstrafe, also Trennung. Und ja, im Coaching stelle ich immer wieder fest, dass die Affäre das geringste Problem von dem Paar war und dass es letztlich nur der Todesstoß für eine Beziehung war, die schon längst am Sterben lag. Nur bei Johanna und Peter war das nicht der Fall. Eine offene Beziehung wäre für beide jetzt nicht in Frage gekommen und die Heike wäre nicht happy gewesen mit der Lösung. Und so hat sich Peter schweren Herzens entschieden, sich von Heike zu trennen und seine ganze Energie in seine Ehe zu investieren. Die Emilia hat gelernt, wieder ihr eigenes Leben aufzubauen. Sie trifft sich wieder mit Freunden und sie hat sich eine Dating-App installiert. Und auch wenn sie jetzt noch nicht schafft, ihn zu verlassen, ist sie sich ganz sicher, irgendwann kriege ich es hin. Aus meiner Sicht ist eine Scheidungsquote von 50% viel zu hoch. Und wir könnten lernen, einfach anders mit den Themen umzugehen. Und wir können lernen, nicht immer gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Die Monogamie schadet der Liebe nicht. Die Monogamie ist letztlich eine Beziehungsform, die funktionieren kann, aber nicht funktionieren muss. Und die Monogamie kann 10, 20 Jahre super sein und dann braucht es vielleicht eine neue Verhandlung. Die Monogamie, wenn sie Wachstum und Entwicklung und das verhindert, dass wir uns als Paar entwickeln und dass wir uns als Paar zuhören, dann schadet sie sehr wohl. Weil was unsere Liebe und unsere Beziehungen brauchen, das ist Großzügigkeit und Güte. Die Liebe ist ein Kind der Freiheit und die Liebe, die braucht eine Offenheit im Kopf und nicht zwingend im Bett. Und vor allen Dingen, was die Liebe braucht, ist ein Raum, wo sie sich entfalten kann. Vielen Dank. Ein sehr mutiger, sehr offener Vortrag von Melanie. Willst auch du mutige, offene, ehrliche Menschen bei sehr inspirierenden, authentischen Vorträgen erleben? Dann komm du zur nächsten Rednernacht.